Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge. Ach ja, mal gegen Elitemann zu erkämpfen, meine Gott. Ja, und jetzt wollen wir erst einmal schauen, wo gibt's hier Charaktermissionen. Einmal in Triglyph, einmal in Neakera und einmal in Chanduso. So, weiß ich nicht, die machen wir an als nächstes. Und zwar, weiß ich nicht, gucken wir mal. Übrigens, frohes neues Jahr, falls ihr euch das kurz nach dem Jahre 2014 anguckt. Hattet ihr ein schönes Jahr? Ja, geht so, weiß ich nicht. So wie immer. Und ja, ein bisschen ziellos gerade. Meine Katze ist zurückgekehrt, als ich die Aufnahme begonnen habe. Ich habe weiße Hasenohren bekommen, ja. Ich tue jetzt immer irgendwie offscreen schon mal irgendwo hinschicken, wo wir auf jeden Fall mal noch was bekommen, und hier fehlt immer noch eine Katze. Und ja, meine Gott, langsam wird sich das hier ein bisschen. Ja. Wir wollen nirgendwo mehr ein? Doch hier, Mannhochland. Was haben wir ja alle voll? So, ich habe einen guten Trick rausgekommen, wenn man Geld bekommt. Und zwar habe ich immer eine Katze, jetzt kann ich das natürlich nicht zeigen, ins Mannhochland geschickt, weil da kriegt man irgendwie goldene Frösche und die sind verdammt viel wert. Also 6700 sind die wert und ich habe 44 davon. Davon werden wir jetzt ein paar verballern, ja. Dann kann ich locker zweimal meine Schulden bezahlen. Luger, you know you can't pull a fast one on our bank. So, geht immer schneller. Also. 2.5 Millionen Gold repaid! Gotta say, not many guys out there could have pulled this off. Ich weiß nicht. Das ist einfach was ganz Besonderes. Auch noch mal direkt. Was? Achso, ja, ich muss sie erstmal verkaufen. Wieso habe ich kein Geld? Ach ja, ich muss sie erst verkaufen. So. Zack, und wieder Geld. Wieder Geld weg. So, schon wieder bezahlt, sehr gut. Und immer nur noch 200.000. Dann gehen wir mal zum Eingang. Guck mal, weil wir kommen am Moskito. Yay! Katzenminz mal 2. Reflektor. Gaius, okay. Ruf mich zurück. Wieder Auferstehung. Oh, sehr gut. Freundschaftsrang. 2 Stück. Sehr schön. Kann man direkt irgendjemand in sich reinpfeifen. Zum Beispiel Gaius. Hier. Schluck das. Du Hengst. So, sehr gut. 5. User hat. Okay. Dann weiß ich nicht. Den tut sich. Nochmal Gaius reinpfeifen. Ja, der nimmt einen. Für jeden hier. Ich habe gesehen, dass du in die Distanz auf Titans schaust. Was ist es, was du denkst? Keine Ahnung. Du hast nicht das Gefühl, dass du antworten musst. Didn't intend to intrude. Here, take this. If you ever need my help, it's yours. There's no sense burdening yourself with more than you can carry alone. Okay. Königstiger. Okay. Königstiger, ein Buch mit dem Lutgang zum Kriegsart Tigerklinge. Oh, sehr gut. Zeig mal. Zeig's ein bisschen. Okay, dann ist der aber weg. Verdammt. Wir haben einen Angriff. Blutroter Zorn, Tigerklinge. Hier, so. Machen wir die mal. Und die ganzen anderen Dinger, weiß ich nicht. Schadensreflexion. Die Auferstehung wird sie bestimmt nicht einsetzen können. 50% des Haltenschadens wird auf den Oh, was? Sehr gut. Kann man das hier wie beim Rockergong ein Teil zu Chris F ausnutzen? Wiederauferstehung. Ja, sehr gut. Was sie sogar lernen. So, dann gucken wir mal. Wo ist der Dingens? Ich kann mich nicht zum Dingens hier porten. Gucken wir mal erstmal. In Jandu. Wer wartet denn hier alles? Ich möchte erstmal wissen, für wen ich machen kann. Mit wen ich ins neue Jahr starten will. Hoffentlich Elise irgendwo. Ob ich in Triglyph oder hier. Das Roll. Nein.
Ja, Kera. Wahrscheinlich Mila, ne? Okay, da gucke ich gar nicht jetzt nach, kann ich mich schon denken. So, wer wartet den Triglyph? Jetzt sind die. Haben ja nicht so lange gedauert, die ganzen Missionen. Deswegen. Nike Dinger hier wieder vernünftig verteilt. Ne, alle abgelegt. Geil. So, dann muss ich das ja auch als on noch on screen machen. Okay. Er hat übrigens hier auch Wind maximiert. Geil, ne? Und viele haben hier irgendwas maximiert. Machst du das hier? Verbechen ist das, möchte ich lernen. Dann brauche ich Erde. Hier, nimm das. Dauert nicht mehr lang. Und du hast auch schon zwei voll. Das finde ich gut. Ist ja wohl sowieso die Spitzenreiterin, ja. Und du warst auch Erde. Ist aber schon vergeben an Elvin, glaube ich. Kommst du das hier? Ja. Mila. Ja, aber überall nur eins. Das ist blöd. Lass mal erstmal so. Rowan. Oh, überall nur eins. Das war gut, aber man mehrere hat, aber immer nur eins. Das ist blöd. So, ich weiß, es ist sehr spannend. Deswegen mache ich das auch immer offscreen. Oh, naja. Seht ihr mal, wie ich das mache? Das ist eine verlorene Kunst. Alternatives Flitzen. Flitzen muss ich mal irgendwie nackt durch die Gegend rennen denken. Das ist auch krank. Was macht ihr, Leute? Mega Blitzschlag, ja. So, alles verteilt. Strategie. Auf verbinden, alles, okay. Dann. Mal gucken. Wen muss ich noch miteinander verbinden lassen? Sehr schön, ne? Leia und Muse, Ron und Muse, okay. Gucken wir erstmal, wer hier ist. Na komm, Gaius. Ne, König ins neue Jahr. Kapitel 2, was uns verbindet. Hey, Erston just got here too. I take it you were curious as well? Oh, you didn't hear? Hear what? Kyle had something he wanted to talk about. Thanks for coming, guys. So, Kyle. I owe you one. What's this about? The thing is, no one's seen Tanner in a long time. I heard he talked to you guys. I thought you might know something. Also, ja, der hat uns ja angegriffen. Oh, so you do know. Come on, you have to tell me anything that might help. Na, der Bastard hat uns betrogen. What? What the hell? Why would you guys beat up Tanner? What? He left us no choice. Bastard! I knew Tanner had his problems with Risa Maxia, and I always hated that part about him. But he's still a good friend. I've known him since we were kids. Jo. A fractured dimension. So they found a new one. Okay. You have a job to do, Luger. Let's go. Okay. Schwitterdimension, warum nicht? Mit. Boah, jetzt müsste ich auf einen Heiler verzichten, vielleicht. Warte mal, Leia und Muse, ne? Leia und Muse, ne? Leia und Muse, okay. Perfekt, dann könnt ihr beide euch verbinden. Und ich bin mit Gaius. So, dann. Gehen wir zur Splitterdimension. F. 422D im Monnuchland. Ja. Sium. Wird schon nicht so schwer sein. Oder doch, keine Ahnung. Wow, was? Das ist heftig hier. Ups, ich wollte dich nicht unterbrechen, Gaius. Bitte nicht schlagen.
Haben wir hier irgendwas Neues? Ja, wir können hier wieder neue Waffen herstellen. Sparen wir aber unser Geld erstmal. We should probably begin our search in Canvalar. Ja. Was? Wir müssen hier so in eine epische Musik. Na, befinden wir uns hier genau in dem Krieg zwischen Rowan und Gaius. Wir haben ja mal früher Krieg geführt. Das ist wahrscheinlich genau der Moment, ne? Ja, ne, wir können ja nicht durch die Vergangenheit reisen, hallo? Wir sind ja nur in einer anderen Dimension, nicht in die Vergangenheit. Oder ich verwechsel da schon wieder was. Da schauen wir uns nochmal um, vielleicht sind hier ein paar Löcher oder so. Sind ja meistens tolle Sachen drin, ne? Warum ist hier so eine epische Musik? Hört sich schon so an wie so Kriegsmusik. Nirgendwo ein Loch? Hier ist ein Loch, jawohl. Wir lassen nichts drin. Und 4500 Gold, ja, okay. Ist was. Eine Art verbessert, eine Fertigkeit erlernen, sehr schön. Tetra-Zauber. Release. Mein Gott, sie kann nur noch hier was lernen. Im Moment. Die Musik ist aber echt episch hier. Ja. Ich wollte das aufnehmen. Tschüss. Ist ja, glaube ich, keine neuen Gegner, ne? Oder? Ja, mal gucken. Schon wieder Elementerz. Nicht unbedingt gegen zwei Gegner, vielleicht gegen einen. So, komm her. Ja, außer Musik. Was? Warum hast du ein Ding benutzt? Tiger Blade. Ja, steht auch nirgendwo später Dimension oder irgendwie sowas. Weil ich kann keine doppelte Tiger Blade machen. Bam. Demon Fang. Voll die Klasse. Das ist ein Angriff jetzt dann, ey. Ja, passend. Erst habe ich ihm zwei Freundschaftstränke gegeben. Jetzt verbinde ich ihn mit ihm und mache seine Story. Passt ab voll. So, Galt. Hätte ich gerne. Kriegen wir nicht, okay. Pff. Dann nicht. Dann weiß ich nicht. Schauen wir uns weiter hier um. Ich kann bestimmt nicht in diese eine Höhle hingehen, ne? Wo dieses Haus war. Aber mal gucken. Man weiß ja nicht, es ist ein neues Jahr. Alles kann passieren. Geh weg. Geh weg. Nichts. Da. Was hier passiert? Hat ja, glaube ich, jetzt nichts mit diesen Typen zu tun, ne? Oh, okay, kann sehen. So viel zur Höhle. What? I doubt explaining the situation is going to work. I will draw their attention. You all keep moving. Sind wir jetzt echt hier in dem Krieg oder was? War ein Witz. Thurston. You out on patrol? Yes. His Majesty King Millard has been looking for you. It sounded important. Millard? So, he's still alive in this world. Is His Majesty ahead? Yes. Wait. Hmm? You don't seem your usual self, Thurston. We've reached the bitter end of our long battle. I think even you would be excited. Yes, of course. I am. And once that it's all finally over with, think of the outcome. It will be our time to shine. I'm excited about our victory and all, but if I lost you guys in the process, it would be pointless. Hm? I can't believe that I gemacht. That goes for you too, you know. Don't ever forget it, Thurston. This touchy-feely stuff obviously isn't your thing. How adorable. Who's there?
Erston, why? An imposter? One of Noctical's spies? What? Impossible! But he looks just like him. On your way to assassinate the king. Ich wollte gerade sagen, wenn ich gegen alle vier auf einmal kämpfen müssen, ne? This man is no friend of ours. Clearly, there is no reasoning with you in your current state. Kein Schwein versteht, was ich sage. It's okay. Wir machen uns fertig. Wir machen uns fertig. Hallo? Ach du meine Güte. Wie viel haben die alle? Alter. Oh Gott, die machen uns fertig. Okay, die halten aber nicht sehr viel aus. Leck mich. Das ist gar nichts gemacht. Ja, wir sind sowas von tot. Oha. Hilfe. Jetzt mal auf ihn loszugehen. Ist jetzt ein paar geile Dinger hinterlassen. Oh, man hat auch Dings. Na schon. Jawohl. Passt doch perfekt. Schon einer müsste auch kaputt gehen. Nö. Ja. Konnte sie nicht heilen? Ich weiß auch nicht. Ah! Ah! Ja. Ah! Geh weg! Ah! Das ist ja voll am Ruckel wegen dem ganzen Action hier. Alles gut. Okay, du aktivierst irgendwie so. Aber es ist noch keiner kaputt gegangen, das ist gut. Warum habe ich denn jetzt die Dinge ausgerüstet? Hallo? Ja, ich, oh, ist gut. Nein, kein Schwein versteht, was er sagt. Oh nein, wenn jetzt. Okay, so setzt ihr alle Items ein, wie blöd. So, komm mal her. Warte, bis meine Dings hier voll ist, ne? Das ist voll broken eigentlich, so, wenn ich mir so darüber nachdenke. Au. Au, ich bin voll gestolpert. Na, warte. Lass mich mal in Ruhe machen hier. Danke. So, bevor er wieder weg ist. Hoffentlich die schon mal kaputt. Weil die konnte er, glaube ich, heilen. Akria auch, ne? Komm schon. Sehr schön. Das nächste. Ja, der ist gleich kaputt. Ciao. So, sehr gut. Ich weiß nicht, was dieser Angriff macht. Tut er einfach nur wegschmeißen oder was? Wow, der war gut. So, Agria als nächstes. Ey, hier geblieben. Schrei. Ah. Tiger Blade. Sehr gut. Und nochmal Schrei. Das waren wir, ne? Ja. Ich wollte schon sagen, Agria konnte dann nichts machen. Ich hab gar nichts auf den. Ein Knopf, ey. Ich drück wie ein Blöder, aber ich hab ja da nichts. Oh, sehr gut. Wollte schon sagen, wenn du meine Dings dadurch unterbrochen hast, ne? Warum hab ich aufgehört? Verdammter Dreck! Oh Gott. Jawohl.
Jetzt gehen wir auf Ringo los. Sehr schön. Das war ein guter Zufall. Bist du tot? Oh, das war perfekt gewesen. Wunderschön. Ah, Widerstandsemblem, Wächteremblem, Zauberemblem, Kriegeremblem. Irgendwie sind die Kämpfe zu leicht in letzter Zeit. Bin ich echt so weit gelevelt? Oder ist das wegen dem Dingens? Ja, einmal ganz locker die Schmeriade niedergemetzelt. Oh Gott, kämpfen wir jetzt noch gegen Gaius? The Chimeriad were bound together through common goals and ideologies. I thought us otherwise indifferent to each other. Were we friends all along? Let's hurry on. Oh Gott, es geht ja noch weiter. So who's this Millard guy anyway? He was a former king of Azul. Hilfe! Mann! Wollt ihr nochmal gucken? Ihr könnt jetzt wagen. Okay, auf einige Dinge habe ich noch gar keine Angriff. Muss ich ändern. Okay. Ja. Donnergroll. Was haben wir noch alles hier? 1000 Schwerter. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben schon ein paar geile Stunden. Und alternative Spitzen. Sehr schön. Ah, mach das doch nicht so fett. Besonders schau. Gucken wir mal. Meine Güte, ich kann nichts mehr lernen. Sehr schön. Haben wir alles gelernt. Fusionsantrieb. Nee, er ist aufgewertet. Fertigkeiten. Grazie, TP-Schub, Schadenskontrolle. Kann ich jetzt nichts machen. So, Katzenkurier. Ja, ob wir perfekt, dass wir ihn zum Monopland geschickt haben. Nächstes Leertunra. Und dann, weiß er nicht. Er weiß, was jetzt noch kommt. Ich glaube, diese Episode, wenn wir nicht Geistgeschichte abschließen können, was mitnehmen. Aber da kann ich rein, ne? Ist klar. Ich dachte, das wäre das neue Monster jetzt. Ein riesiges, gigantisches Viech. Ist gigantisch. Ich kann ein Party beenden gleich. Nachdem wir hier zu dieser einen Wiese gegangen sind. Und dann schließen wir die Episode ab, nehme ich an. Oder? Ich würde gerne irgendwie so eine Truhe oder so haben. Da, perfekt. Blutwehr. Ich soll gleich mal diese ganzen Zauberemblemen und so ausrüsten. Ich habe nur so einen Dreck hier. Weiß ich nicht. Wir haben so viele Charaktere, es ist immer so schwer. Ach, das hier. Das ist eine Heilerin, du musst leben. Deswegen brauchst du viel Abwehr. Und so. Wir sind ja nicht richtig, ne? Verdammt. Wutsch. Na? Komatos, na?
umgedreht ist stylisch in der Luft. Perfekt. Welche Level sind wir jetzt eigentlich? 60, ne? 59. Die waren auch 59 und wir spielen. So, okay. Immer noch schwer. Warum? Waren die so schwach? Ja, die Dings, die machen es, ne? Die Fähigkeiten. Die Arts, die auch geballert sind. Jetzt können wir noch da schnell gucken. Ja, dieser Schneesturm hier. So kann man die Gegend auf der Karte sehen. Das ist irgendwie so eine Prinzessin ja wieder. Nö, okay. Also wir können die ja nochmal bekommen. Oder hier vielleicht. 14.000 geil, jawohl. Hat sich gelohnt. Und irgendwo war hier ein Loch, da weiß ich noch. Hier war ein Loch, das weiß ich noch. Was auch immer. Okay. Ich sagen, wir machen es uns hier gemütlich und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2, wo wir Gaius Episode abschließen werden. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.